Let's Play Anno 1404 Venedig. Die Erschaffung einer neuen Welt. Beim Teutates und wie wir das tun. Willkommen zurück hier zu Anno 1404 Venedig. Ja, kommt gesund wieder, hat er gesagt, natürlich. Ich habe teilweise ein bisschen Grafikfehler gerade. Da verschwinden Leute. Blub, blub, im Boden zurück. Ja, weiß nicht gerade nicht, ob das daran liegt, dass ich gerade die Grafikeinstellungen zurückgesetzt habe. Oder aber ob das generell hier am Dock ein kleines Problemchen sein könnte. Nun gut, Freunde, wie geht's hier weiter? Das ist eine gute Frage. Im letzten Part haben wir noch ein bisschen Goldfurt ausgebaut, sprich hier dafür gesorgt, dass wir überall artigen Patrizier haben. Das ist natürlich die Stadt hier. Goldfurt 1.0 hier und 2.0 hier. Sprich, hier ist der ganze Adel und hier ist. Ja, da muss man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Jedenfalls sieht es eigentlich soweit ganz gut aus. In der Mitte noch ein bisschen schön und so. Und die große Kapelle natürlich und der Kaiserdom, der alle Bedürfnisse stillt, zumindest die gebäudlichen, sag ich jetzt mal. Ach, ist doch einfach schön, schön, schön. Wir kriegen Kohle wie verrückt. Das ist unglaublich und trotzdem wahr. So, wir haben noch anderes zu tun. Und zwar nicht nur natürlich jetzt zu gucken, dass wir trotz allem, trotz dem Ausbau hier in Goldfuhr noch ein bisschen an ja, Ressourcen erschließen können und trotzdem noch genug die Bewohner, sag ich jetzt mal, die Adligen und so zufriedenstellen können. Weil die saufen und trinken und ziehen uns aus aufs letzte Hemd, wortwörtlich. Das ist natürlich auch der Fall, aber wir müssen natürlich noch ein paar Sidequests, also sprich Handelsmissionen, abschließen. Erst einmal den hier, wird wohl am wichtigsten sein. Dazu brauche ich ein bisschen Papier erstmal. 11 Tonnen stand da, kann er kriegen. Dann 14 Tonnen Golderz, verdammt, da muss mal unter, oder habe ich hier noch Gold? Wenn wir doch überraschen, ja, hast du doch denken können. 8 Tonnen Indigo ist auch hier kein Problem. Machen doch im Handumdrehen. 8 Tonnen. Zack. So, mache erstmal den. Danach natürlich nach und nach der Rest noch. Marzipan, Wein. Warte mal. Wenn das schon mal so ist und jetzt so wieder hoch muss. Ja, ganz schön bescheuert. Mache den noch. Dann haben wir zumindest. Den kann ich später machen. Was? 150 Tonnen ist wahnsinnig. Papier. Wein brauche 15 Tonnen. Wein, Wein. Zack. Da brauche ich natürlich Gold für ihn hier, Golderz, aber für ihn hier noch Marzipan machen nachher. So, jetzt geht der erstmal runter, weil es doch das schnellste von all meinen Schiffen. Also müsst theoretisch. Zwischen zwei ihrer Mitspieler besteht nun ein Handelsvertrag. Oh, wie kommt es nur, Helena? Ihr seid hier immer gern gesehen. No, ist auch nichts. Es ist der ausdrückliche Wunsch des... Bei Allah. Ich habe erwartet, dass ihr mich aufsucht. Was auch sonst. Okay, mir das Problem mit den... Gewändern hier beim Teutat. Das war auch endlich etwas, mit dem ich das ein bisschen ausbauen kann. Wie steht es um die Erfüllung eurer Pflichten? Ja, bin dran, bin dran. Das ist eine Kirscherei, braucht man sowieso nicht. Das ist momentan nicht. Will auch nicht. Toll. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Eine Zeit, in der gar nichts war. Kohlebergwerk. Der Vulkan, ist sogar Dienst nicht mehr, wir müssen unbedingt auch noch haben. Egal, ne, dafür haben wir gar keine Zeit, Leute. In Liebendorf, denn sobald wir natürlich hier die ganzen Mitspieler ausgelöscht haben, ist das Spiel auch schon vorbei. Also, theoretisch müsste es automatisch vorbeigehen, ich weiß nicht genau, wie es jetzt hier im Endlosmodus ist. Ist schon eine ziemlich Weile her, weil ich das letzte Mal wirklich so gespielt habe. Doch, ich glaube, das letzte Mal war es doch war's auch so. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Obwohl ich mal, ich kann mich noch erinnern, wo ich das letzte... Nee, vorletztes Mal war es genau. Das vorletzte Mal endlos muss gezockt habe. Hatte ich auch ähnlich wie hier mehrere Bedingungen. Sprich, ich glaube, eins davon bauen plus halt alle Mitspieler von ich. Wenn er halt mehrere hast, dann hat er irgendwie... Auf einer Insel ist ein Vulkan aktiv geworden. Ja, dann hat er das irgendwie nicht ganz geschnallt, dass du bereits fertig bist und so. Und das Spiel ging trotzdem weiter. Also, auch das könnte passieren. So, bis langsam mal unten. Noch nicht, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Kumpel, Kumpeline, wo bist du? Hallo? Kommst langsam oder was? Ja, er ist schnell. Also, für so ein Flaggschiff ist er ziemlich schnell. Wir sind schneller. Also weiß auch nicht, aber irgendwie erinnert man das gerade ein bisschen an The Legend of Zelda The Wind Waker. Ein großer, weiter Ozean, das ist natürlich HD, war nicht das Original von Gamecube. Ja, fällt mir gerade was ein, und zwar allgemein zum Thema...
HD oder Remakes halt, weil es ist natürlich momentan bei vielen Spielen so, dass oft öfters irgendwelche Remakes angekündigt werden. Okay, für das schaffen wir hier gar nicht mehr. Also bin ziemlich schnell. Genau, also sprich Remakes, HD-Remakes, einfach alles ein bisschen hochskalieren, 27p oder Full HD halt, damit es ganz schön ist und so. Es ist natürlich die Frage, lohnt es überhaupt oder ist das ein bisschen übertrieben? Und auch da sagen, da scheinen sich ein bisschen die Gemüter, also theoretisch würde ich sagen, ja, ist durchaus berechtigt und so, kann man so machen. Andererseits, wenn man sich auch mal so überlegt, ja, ständig neue Remakes und so, muss es wirklich sein, ist es wirklich nötig, wieso jetzt schon wieder, etc., etc. Und vor allem natürlich, in jeglicher Hinsicht. Ist natürlich nur der Fall, wenn du halt nur Remakes machst, also sprich, von jedem Titel kommt irgendwann ein Remake raus und aktuell wenn jetzt natürlich auch im Prinzip ein HD zocken. Kannst du theoretisch in 10 Jahren wieder ein HD machen. Dann hast du ein HD von einem HD und so, sprich, wann hast du überhaupt noch Zeit für ein neues Spiel? Am Schluss kam wirklich nur das altgebackene, ständig halt, ja, auf HD abgegradet, sag ich jetzt mal. Ich meine, wie gesagt, die Idee hinter HD ist ja schön, aber ob sie sich auch immer so durchsetzen, aber Spiele gibt, wo man sagen kann, ja, das muss ein HD sein, wie zum Beispiel Final Fantasy 7 oder andere Spiele, wo du sagen kannst, ja, nice to have, aber bitte lieber was anderes, was Neues. Das ist immer so eine Waagschale. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. So, dann schaffen wir leider nicht mehr. Mach zumindest den noch, nach den, dann zum Schluss den, die Chronik. Für die Nachwelt 1 und so weiter und so fort. Wie kann ich eigentlich noch mehr Expeditionen machen? Mindestens 5 erfolgreiche Expeditionen durch, aber wie denn? Muss ich mal offscreen gucken, wie ich das irgendwie noch machen könnte. Weil ich will doch, dass der Opa zufrieden ist. Lololololo. So. Sind bereits hier? Nö, immer noch nicht. In Anbetracht der Lage ist der Auftrag hinfällig. Shit happens. Die Scheiße passiert. Dieses Schiff ist eines meiner besten. Naja. Das sagst du immer wieder. Du, alte Kanalratte. Zu viel Fleisch. Sehr verrückt, war zu viel Fleisch hier, wobei. Wow, Hilfe, können wir mal was machen, Leute? Zu viel Fleisch, man sieht's hier. Zu viel Fleisch, ohne Geheiz. Noch ist nichts entschieden. Oh, doch. Wow. Ich überlege ernsthaft, wo die ihn ja auch noch woanders hinpacken soll, weil einfach hier so was sammelt, ist irgendwie ein bisschen doof, wa? Ja, ist doof. Wie machst du das besser? Das ist die Kehrseite der Schattenmedaille. Wie kann ich das besser machen? Natürlich holt sie noch ab, aber. Ja gut, machen können sie natürlich schon. Medikus natürlich auch nicht mehr. Wo sind die ganzen Medikusse? Der Handelsvertrag zweier Mitspieler besteht nicht länger. Hä, was letzte? Nee, hier ist noch einer. Überall sind noch. Ich brauche doch gar keine Medikusse mehr. Mensch, hab dich hier natürlich vergessen. Medikus, damit ist auch bald Schluss mit diesem Kuss. Oh Mann, Michael, nimm mal diesen doofen Sprüchen auf, aber ich kann leider nicht. Du. So, kommen die auch weg. Ist was die gleich auch. Das Alter sollte ruhig der Jugend den Vortritt lassen. Finde ich auch, Opa. Dann dank doch endlich mal ab. Voll fies, wa? So, machen wir hier noch ein paar Häuser hin, wenn wir sowieso schon Platz haben jetzt. Zack, zack. Das ist theoretisch noch in der freundlicher Stimme, weil sonst gibt es natürlich nichts mehr, ist ja ganz klar. Naja, wozu's? Gut. Das ist jetzt hier auch geklärt, auch jetzt da oben überhaupt nicht. Keine Medikusse mehr. Okay, jetzt haben wir natürlich die hier. Sprich, Gold für 2.0 ist hier soweit eigentlich schon in Ordnung. Braucht es da auch nichts mehr.
Ja, das ist natürlich schon doof dort. Dorf dort. Ja, also hier passiert irgendwie gar nichts, wa? Macht hier noch einen hin. Jetzt war eine Straße dazu, aber ist egal. Wir machen es hier unten. Natürlich hier auch nichts. Oh, eine Idee. Die hebe ich doch eine Idee. Und? Ach, da oben wieder. Ach Mensch, du kannst machen, was du willst. Und klappt der? Der klappt. So, hab jetzt eigentlich alles mal. Naja, sieht gut aus hier oben. So, ich habe hier unten ja vier Stück. War gut, vier ist vielleicht ein bisschen wenig. Kann man auch ein bisschen mehr noch machen. Und so wollen wir Fleisch. Fleisch! Ich will Fleisch. So, hätten wir da fünf, eventuell sogar sechs, falls uns irgendwie lieb ist. Also noch mehr machen, ist hier alles wunderbar. Kommen die zwei weg und dafür halt hier hin. Wieso eigentlich nicht, wa? Ist doch alles viel schöner, wenn man es beisammen hat. So, also langsam sieht es doch wirklich fast schon perfekt aus unserer Stadt. Gut, hier sind noch ein bisschen, naja. Egal, aber ansonsten wirklich überall schon aufgeteilt und so. Alles hat seinen Platz. Natürlich, wenn man es optimal machen müsste, müssen das... Was ist das gerade? So, ich hoffe, es ist einer dabei und so. Was gerade war, keine Ahnung. Hallo, nimm noch auf? Ja, glaub schon. So, ich sehe gerade, Dixto nimmt gerade noch ein neues Pfeil auf. Was war das gerade? Plötzlich weg. Also, ich bin nie auf die Windows-Taste gekommen, was gar nicht war. Spiel nicht abgestürzt, trotzdem weitergeht. Hä? Verwirrend. Okay, 12 Minuten, ist das irgendwie ein Zeichen dafür? Oh, jetzt haben wir viel Kohle, dankeschön. Ja, was ich gerade sagen wollte, natürlich optimal machen müssen, ist das ja auch alles von der Hauptinsel runter, auf Nebeninsel und so, etc., etc., aber ganz ehrlich. Scheiß drauf, genau. Oder Furz drauf von mir aus. Ich verstehe, was ich meine. Überleg gerade, hier auch noch Stadtmauern zu ziehen, aber wozu? Nehme auch den weg, weil irgendwie sonst doof aussieht da oben. Ach, Alter, hab ich Sorgen, ey, ganz ehrlich. Sieht allerdings auch doof aus. Zack, kommt er weg. Die anderen da weg. So. Ist doch schon viel, viel besser. Natürlich auch viel schöner, viel übersichtlicher. Also das muss... Vielleicht mache ich später vielleicht auch nicht mehr. Mal gucken. Und dann noch irgendetwas besser machen soll, was das hier sein soll. Keine Ahnung, war irgendwie damals noch lustig, mittlerweile auch nicht mehr. Der müsste eigentlich irgendwo anders hin, aber frage ich mich noch, wo? Ja, ursprünglich sind wir hier unten, aber das passt irgendwie auch nicht mehr so richtig hin. Ja, und dann das Upgraden hier natürlich nicht mehr, wa? Ja, klar. Tja, wenn wir in 4000 Patrizier, genau, ist auch eine schöne Zahl, kann man auch so machen. Okay, jetzt haben wir hier unten, hier oben die Salzminen, haben wir eigentlich noch ein paar mehr, wir haben insgesamt drei Stück. Ja, brauchen wir scheinbar auch alle. Was, brauchen wir echt alle drei Salzminen? Ich nehme von dir, was mir zusteht. Eine sehr leichtfertige Antwort. Sieht fast so aus, wa? Das Brot gefällt mir immer noch nicht. Naja, lass mal momentan. Was grundsätzlich gilt, also als über 500 ist, kann man belassen, der Rest, wenn es Export ist, okay, mal gucken, aber ansonsten... Also, natürlich, Moss geht runter, aber kommt direkt einen Nachschub, hoffe ich zumindest mal. Das ist direkt, ist schon da hier, okay. Achso. Der war schneller als ich. Entschuldigung, dachte, du könntest noch irgendwas machen, aber nee, ist gut, ist gut. War mein Fehler, Entschuldigung.
Und das erste Mal gesichert. Denn sicher ist sicher. Spiel gesichert. Genau. So, haben wir irgendwas vergessen, übersehen? Ach ja, genau, da war noch was, wa? Das noch schaffe auf drei Inseln? Ja, wahrscheinlich, aber gut. Marzipan. Was ist denn hier wieder los? Wieso haben wir so wenig Marzipan wieder? Och, Mensch. Kann eigentlich sowieso nicht sein, weil ganz ehrlich, ich kann hier gar nicht mehr transportieren oder so lassen. Das geht nicht. Muss ich vielleicht irgendwie sonst mal gucken. Gut. Nö, wird unmöglich reichen. Konnte vom Sultan 150 Tonnen Bücher. Na gut, dafür habe ich sowieso noch genug Zeit. Aber wieso zum Henker hast du hier Probleme mit dem Marzipan, sag mal? Die 9, was ist mit dir los? Lief es doch zweimal. Wo bist du gerade? Okay, auf dem Rückweg. Das ist alles. Habe ich denn hier keinen Sagumandeln? Okay, da haben wir natürlich noch, um das Ganze ein bisschen auszureizen. Ihr habt in dieser Sache mein uneingeschränktes Vertrauen. Du. Tippe Knöpfe rein, ne, warte doch auch keiner. Ach Mensch, ey. Ja, also irgendwie aus einem unverständlichen Grund habe ich noch Probleme damit. Es sind so drei Zuckerbäcker rein, aber die reichen nicht mehr. Und ich frage mich, wieso? Wieso sind drei, die ursprünglich gereicht haben, nicht mehr genug? Ein Fehler hier kann es nicht sein. Ihr solltet zweimal zwei Fuhren voll mitnehmen. Könnte es also in der Produktion liegen? Weil das ist natürlich voll, das auch. Ah, natürlich. Kein Zucker, das Problem. Aber das kann ich auch schon, oder? Wenn ich da natürlich nur einmal mitnehme. Ja, müsste ich nicht zweimal mitnehmen. Ich brauche ihn neun. Ja, muss ich ihn neu machen. Moment mal ganz kurz. Und ja, den ja zweimal mitnehmen. Dafür eine volle Ladung davon. Ne, da geht natürlich nicht, aber dafür zweimal Mandeln. Ups. So, hier abladen, dazu nehmen. Kommt der Zucker dazu? Ja, bin gerade ein bisschen im Hirn. Dann. Nee, lass jetzt mal, wa? Ich habe aber echt nur 5 Fuhren voll. Und das ist vor allem beschissen. Wenn ich hier anfange, kann ich natürlich zuerst ablegen. Dann zunehmen, wieder ablegen. Inseln, also das muss ich irgendwie anders machen. So, das kann ich so stehen in der Karte, aber auch trotzdem 3 Karten. Man dachte, eine wird vielleicht reichen, dann kann die richtige auf Anhieb erwischen, natürlich nicht. Fange ich mit der unten an und das ist das Problem. Warte mal ganz kurz, muss es anders machen. Das muss anders gehen. Zack, du bleibst mal ganz kurz hier und muss mal ein bisschen manuell steuern. So. Einfach den mal raus. Jetzt mache ich das am besten. Da kommt alles weg. Konto hinzufügen. Erstmal fange ich natürlich hier an. In Kummerbach.
Dann ist dann hier ein Zucker mit, wenn es geht zweimal. Und lädst zweimal den ab. So, dann gehst du hier rüber und zwar nach... Ja, nach Kurast, dankeschön. In Kurast, was machst du? Achso, das ist das vom Kaiser. In Kurast, leg natürlich erstmal den Zucker ab. Genau, zweimal, ist wieder alles voll, oder? Theoretisch. Und dann noch. So, und dann gehst du halt zum Schluss noch hier hoch nach Schafsbruck und jetzt ganz da ab und das mit, ja, mit dem Rest muss man noch gucken. So, ist das wieder leer hier, oder? Es funktioniert soweit. Das ist dann soweit gut. Die bin auch nicht mehr dabei. Dann sind noch die zwei. Kann man hier hin und die da mit. Die wieder, der. Und dann müsste alles funktionieren, ohne dass ich da irgendwie zu viel dabei hätte. Haben wir euch zu voreilig unser Vertrauen geschenkt. Ja, Schnauze. So, die Masse ist eigentlich noch so nach altem Prinzip. Den Rest kann es nachher neu machen. Ich meine, ich habe ja gesagt, Zuckerrohr. Gut, nehme ich sie auch noch mit. Und dann ganz schnell hier hoch. Dann klappt das hoffentlich langsam mal. Wo ist jetzt mein Flaggschiff? Natürlich irgendwie alleine unterwegs, ich fürchte. Yep. Eine Produktion kommt zum Erliegen. 150 Bücher und 10 Tonnen Papier. Gut. Lalala, das machen wir irgendwie schon. Was? Steinmetzhütte? Schon wieder, okay. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Okay, mit Fischen haben wir Probleme. Und ich sehe hier oben schon das Problem kommen. Ja, ich sehe es doch schon. Und kein Holz mehr hier oben, was zum Henker. Egal, zumindest haben wir noch ein bisschen Geld. Und vielleicht genügt das bereits für 3 volle Fuhren, weil das ist immer noch das Ziel. Gut. Mann, das ist zu schnell für mich. Das ist der. Also die Menge ist eigentlich immer gleich geblieben. Gut. 2 volle Fuhren Schiffe und Weizen. Fische sind gut. Weizen ist das Problem natürlich, aber es ist so ein kleines, weil ich hier so viel produziere. Deshalb helfe ich aus. Die Klamotten kommen doch auch schon. Und ich immer noch denke, dass ich zu viel davon habe, aber gut, shit happens. Hier zu viel Güter und ein Korn nicht und da zu wenig. Es ist so Mäusemelk, haben wir schon mal gesagt. Ich weiß, es kann. Ne, die lassen wir mal so. Kostet nämlich nicht allzu viel. Eisenschmelz, passiert auch mal eine. Gut. Ah, da bist du bereits wieder. Ja, müssen wir irgendwie 150 Tonnen zum Himmel noch in der Seele, wenn ich das sehe. Naja, zwar genug, aber trotzdem. 150 Tonnen, das ist ja unglaublich. Setz dann Papier nach, gut. So, jetzt wird vielleicht noch eine kleine Flotte eskortiert. Und dann hätten wir das geschafft. Du aus die natürlich immer noch. Aber ist ein anderes Thema. Gewürze geht eigentlich noch. Okay. Naja, könnte besser sein, aber gut, kann auch schlechter sein. Wie auch immer. Die habe ich alle auf volle Schraube gestellt, oder? Wir sind natürlich auf die hier. Die Bürger, deswegen sind sie so glücklich. Haha, wir sind voll cool, Mann. Tschüss. So. Ja, fangen wir mal an mit dem Schloss und machen das im nächsten Part erst. Kann ein bisschen Geld sammeln. Ja, dann machen wir erst im nächsten Part, Freunde. Das Schloss. Nö, wisst ihr was? Mach direkt jetzt mal. Und zwar den ersten Teil des Schlosses. Wo ist denn das Hauptteil? Der hier.
Ach, du scheinbar klar, aber auch dem bloß, wenn wir eine gewisse Breite haben. Der hier steht im Weg. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ah, was habt ihr zu vermelden? Der muss im Weg stehen. Moment, Moment, ich komm gleich, komm gleich. Der wird schon gehen, den Rest machen hier oben, wa? Sah trotz allem ein bisschen beschissen aus, aber es klappt trotz allem. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Ein gefährlicher. Dankeschön, tu das. 600 Tonnen ist das sowieso viel schöner. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen. Ja, nicht jetzt. Ach, Menschenskind. Wäre es mal ganz schnell da runter, das schaffe ich noch. In 6 Minuten könnte klappen. Währenddessen hier eben nach hier unten. Ja. Also, jetzt habe ich die beiden Markthäuser dort. Okay. Das passt eigentlich soweit schon mal gut. Handel. Gefällt mir trotzdem nicht, aber gut. Das muss ich irgendwie anders machen. Zack, zack, zack. Die Frage, die noch bleibt, ist, wie zum Henker mache ich das jetzt hier oben? Und zwar mit dem Palast. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ihr seid einsichtig, das ist gut. Naja, bringt eigentlich sowieso nichts, außer dass es gut aussieht. Das habe ich jetzt doof gemacht, dann musst du dann noch ein bisschen ausbauen. Man kann nicht direkt herumswitchen. Ah, danke schön. Nein, switchen. Switchen! Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Das ist doch einfach... wieso kann ich nur dann an Orten stehen, wenn ich gerade dort bin? Mensch. Ja, ist gut. Machen wir noch. Mensch. So jetzt aber. Ungefähr in der Mitte soll er sein. Ja. Ja, dort ist der Platz, könnte ziemlich eng werden, weil wir haben hier noch ganz... Na gut, den tun wir nicht mehr. Hier kommt hier der Wohnflügel. Kann ich hier um die Ecke noch machen. Und hier ist der Eingang. Der Verbindungstrakt, genau. Und was haben wir hier noch Schönes? Was soll das sein? Die große Halle, genau. Der Nebentrakt. Ah, ihr seht schon, es gibt noch sehr, sehr viel, was man da bauen kann für unseren Herrschaftspalast, wo wir dann persönlich residieren werden. Und jetzt sieht es, dass der da nach unten geht und so. Ja, da bis hierhin, wollen wir doch sagen. Alles schön umschließt. Ich hoffe, das klappt irgendwie auch dann. Ja, doch, müsste genau klappen. Da spricht jeweils ein zur Seite, vielleicht hier sogar zwei zur Seite, und dann runter, und durch die Mitte nach, und dann schön abgeschlossen, und hier haben wir eine ganze Eingangshalle sozusagen noch. Oh ja, ja, da gibt es noch viel zu tun, und der ist hier gerade sehr schweineteuer, wa? Oder wieso sonst ist da... Hallo? Was geht gerade die Kohle runter? Nun sprecht. War euch Erfolg, ihr seid wahrlich mein Verbündeter. Oh, vielleicht deshalb. Ah, verdammt, was ist denn jetzt los? Wieso? Was seid ihr nur für ein Narr? Das ist überaus. Ah, die Frage stelle ich mir gerade auch. Ich bin begeistert. Naja, kommt natürlich im Krieg einsetzt, ist ja ganz toll. Ihr könntet euch hiermit um das Sultanat verdient machen. Oh ne, muss das mir sein. Bei dieser Sache zur Hand. Ein Assassine, wie sieht denn der aus? Mann, Leute, müssen wir eigentlich mal den Part beenden. Hey, wie sieht ein Assassine aus?
müsste irgendwo hier sein. Hey, ist der... Wo sehe ich hier einen mit einem blauen Schleier rundherum? Ich sehe da nichts. Oh, verdammt. Also, ich sehe da nichts. Ja, hallo Bär. Toll, ich sehe den Bär, aber... Was bringt mir der Bär in dieser Hinsicht? Ah, jetzt weiß ich aber wieso. Wegen euch, wa? In gesandten Kreisen heißt es, yep, genau. Die Versorgung in eurer Stadt wäre zu schlecht, als dass man hier angenehm das leben ist... könnte. Ach nö. Das ist der Grund, wieso er vordachte, was zum Henker ist hier los. Gut, ein Problem gelöst. Finde ich das nächste gleich auch noch innerhalb der nächsten paar Minuten, sag ich jetzt mal. Ja, in den nächsten paar Sekunden. Wenn ich hier draufklicke, muss ich eigentlich sehen. Ist ein leichten blauen Rand haben, der Typ. Komm schon, Assassin ist doch ein Attentäter, hallo? Ja, und scheinbar so ungut, dass ich ihn gar nicht sehe, ja, verdammt mich. Verdammt sei ich, und diese Assassinen gleich auch. Ja. Ich würde mal da wieder nichts mehr aus dem Typen, Leute. Ich sehe den nicht. Der kann irgendwo sein soll. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ihr habt es ja gesagt. Ja, komm da und so. Mach das endlich mal. Aber scheinbar will er nicht. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Lauft nur ins offene Messer. Oh, das könnte aber noch hässlich werden. Oh, jetzt kommt ein Blitzer wieder. Tschüss. Und damit, liebe Zuschauer, können wir schon ziemlich sicher mal mit diesem Kriegsschiff verabschieden. Keine Waren mehr her. Keine Chance gegen die... Oh nein, nicht da oben! Und tschüss. Was, wieso? Ein Feuer wütend ranzingen. Du musst natürlich immer so Pech haben, wa? Natürlich muss ich so ein Pech haben. Ja, Tekturskizze, ja, ist ja schön, aber ich finde nicht mehr. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren... Ja, keine Zeit dafür, muss ich einen Assassinen finden. Also ganz ehrlich, so groß ist die Stadt aber nicht, dass ich den nicht finden könnte. Das ist bereits da hier unten. Nö, nee, scheint auch nicht zu sein. Obwohl er sich ja langsam bewegen müsste als der Rest davon, also der Rest von unserer Truppe. Ja, aber nö. Ich sehe nicht. Keine Ahnung, wo der Typ sein soll. Muss man wohl offscreen ein bisschen gucken, wie der aussieht. Dann kann ich da vielleicht auch dann eine bessere Chance zu finden. Komm schon, bewegt sich nicht. Der ist auch nicht der Typ, den ich suche. Nee, nee, nee und nochmals nee. Ja, Leute, muss sagen, das war's mal für heute. Endgültig jetzt aber. Aber keine Ahnung, wo der Typ sein soll. Ist mir momentan auch egal. Wenn wir sagen, trotz allem war es ein erfolgreicher Part. Wir kriegen viel Geld und so, ist doch schön. Jetzt soll also funktionieren mit dem Handel und so. Und mit diesen Worten geht es im nächsten Part hier weiter mit dem Herrschaftspalast. Beim Teutates. Das Teil ist einfach so gigantisch groß, ey. Sieht irgendwie auch voll episch aus. Vor allem da mit den Löwenstatuen, mit den Wachmännern. Ganz, oder Wachfrauen, wie auch immer. Ganz, ganz krass. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.